So, und jetzt kümmern wir uns um euch. Also, erstmal dich, komisches Ding. Genau du, komm hierher. Auch wenn du dich immer so komisch langsam anpirscht. Taps, taps. Aber du musst da weg, sonst kommen deine Herrchen und drei Orks auf einmal wäre nicht so gut. So, das reicht aber. Ja, die haben schon gezuckt. Gucken, ob wir ein, zwei da rausbekommen. Du da, ich fordere dich, euch heraus. Schnell sterben, einer von euch muss schnell sterben. Das war doch gut. Oh oh, da kommt gleich der dritte. Das ist nicht gut, nicht gut. Uffala. Das hätte wesentlich schlimmer ausgehen können. Aber die kamen auch schön hintereinander, das ging ja noch. Trotzdem, gute Leistung. Erstmal einen Heiltrank drauf. Gluck, gluck. Gluck, gluck. Dann kümmern wir uns noch um die Hunde. Und dann müssten wir auch bald unseren Stufenaufstieg haben. Dann sollten wir echt zum Orkfriedhof zurück. Ich meine, es macht zwar Spaß hier draußen in der. Oh, das sind viel zu viele. Es macht zwar Spaß hier draußen in der Wildnis auf Entdeckungstour zu gehen, aber wir haben ja eigentlich einen Auftrag zu erfüllen. Hallo? Was bist du denn für ein garstiges. Beiß dich richtig fest. Jetzt bloß nicht umkreisen lassen. Nee, 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 nee. Ja, immer schön wieder Abstand gewinnen, sonst haben wir keine Chance gegen so viele. Au! Immer diese Wadenbeißer. Mann, oh Mann, oh Mann. Das war ja schon fast schwieriger als die drei Orks. So, die ganzen Fälle kommen mit. Wir brauchen ja was zum Tauschen gegen etwaige Heiltränke. Und später neue Rüstung und neue Waffe und überhaupt. So, was haben. Oh, erstmal sollten wir ein bisschen was trinken. Ey, wo kommst du denn her? Nein, wir wollen das Schwert ziehen. Umdrehen und draufhauen. Komm, stirb, stirb, stirb. Fieses Biest. Hat sich hier versteckt hinterm Baum, oder was? Oh, das sieht ja interessant aus. Sie so zugewuchert. Und das scheint ein Lagerfeuer zu sein. Jo. Sieht aus wie eine Jäger. Wie ein Jägerlager oder dergleichen. Sogar Betten hier. Oh, können wir uns gleich mal hinhauen. Aber erstmal Kisten überprüfen. 10 Erz. Ja, nee. Das ist nicht so berauschend. Was haben wir hier? Na, das ist doch schon besser. Also nicht die Axt, sondern die drei Heiltränke. Die kann man ja immer gebrauchen. So. Jetzt hauen wir uns aufs Ohr. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als nachts durch ein Orkgebiet zu stolpern. Das haben wir schon ein-, zweimal machen müssen, die Erfahrung. So, und dieses, was ist das hier eigentlich? Ein Tal mit einer angrenzenden Höhle. Das sollte man uns auf jeden Fall merken. Denn hier im Orkgebiet gibt es ja noch sehr viel zu tun. Und das ist ganz praktisch, einen Lagerplatz zu haben für zwischendurch. Damit wir nicht immer ins alte Lager zurück müssen. So, aber wir wollten uns hier noch kurz zu Ende umgucken, bis wir unser Level voll haben. Da sind die Wachen, das ist schon mal gut. Dann müssten hier eigentlich noch ein paar Hunde sein. Ja, da sind zwei Hunde. Weil vor ein paar Tagen hatten wir es ja schon mal durch den Eingang hier durchgetraut und versucht, ein, zwei von den Hunden wegzulocken. Da war ja noch eine riesige Schar. Aber die haben wir jetzt ausgedünnt. Was machen die Orks? Gucken uns grimmig an und haben ihre Schwerter gezückt. Oder ihre Äxte. Wir wollen doch nur eure Hunde umbringen. Oh, das macht die stinkig. Oder auch nicht. Die sind echt komisch manchmal. Vielleicht haben sie gedacht, wir schaffen die Hunde nicht. Na gut.
Wir plündern einfach so lange hier schön weiter. Und gucken mal, ob hier noch irgendwo Kleinkram ist. Was sind die beiden? Oh, da hinten sind noch mehr Orks. Nee, zwei reichen eigentlich. Da werden wir auch keinen einzelnen rauslocken können von den beiden. So dicht wie beieinander stehen und tratschen. Oh, geht ganz schön tief runter. Könnten wir im Notfall runterspringen? Oh. Oh, wir haben es doch geschafft. Ja, man muss nur so tun, als wenn man sich in der Gegend umguckt und schon kommen die Orks angelaufen. Gute Taktik. War alles geplant. So, du stirbst jetzt auch noch. Und dann müssen wir gucken, was wir mit dem Trupp da hinten machen. Ach, das ist der Trupp, den wir schon mal gefunden haben. Wir sind von der anderen Seite angekommen, haben den gesehen, sind wieder kehrt gegangen. Ja, haben kehrt gemacht. Weil wir vier auf einmal nicht bekämpfen wollten, weil das ja genauso schwer wäre wie der Vierer-Fünfer-Trupp in einem Orkfriedhof. Hm. Na gut, speichern wir mal kurz ab. Und schauen wir mal, ob wir da nicht ein, zwei rausbekommen. Steinwerf. Ah, ein, zwei. Zwei sind okay. Drei wären zu viel. Wahrscheinlich sind jetzt zwei schon zu viel, aber stirb schnell. Stirb schnell. Du auch. Au. Gut, den Weg haben wir auch gleich frei. Wir haben doch gerade drei Heiltränke gefunden, nicht wahr? Ja. Die werden geschluckt, geschluckt. Und ruft da. Genau. Schön alleine kommen, dann stirbst du schnell. Und dann kommt er dann auch. Und da ist auch schon unser Level up. Schöne Sache. Und du hast vergessen, deine Axt zu ziehen, Kumpel. Echt skurril, manche von den Orks. So. Du stehst da auch ganz alleine. Und ziehst auch nicht deine Waffe. War auch nur ein Jäger. Na gut. So, das heißt, hier müsste es gleich hochgehen zu deinen Burg, oder? Wo war das? Hm. Ja, doch noch ein wenig orientierungslos hier. Schade, dass wir keine Karte von dem Gebiet haben. Also die neue Karte, die wir gekauft haben oder gefunden hatten, die war ja nur für die ganze Kolonie außer das Orkgebiet. Und das ist ja gerade die Ecke, wo wir uns in letzter Zeit fast nur rumtreiben. Oh, hier war der Steinkreis. Waren wir da nicht schon drin? Gucken wir mal kurz. Dum, 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 dum. Ja, da waren wir, glaube ich, kurz drin. Aber auch nur wirklich kurz, weil das zu viele Skelette waren. Genau, versuchen wir doch nochmal, jetzt wo wir ein bisschen stärker sind, da so ein, zwei rauszuholen. Nicht fünf. Na gut, stirb schnell. Stirb auch schnell. Oh, nicht umkreisen lassen, nicht umkreisen lassen. Raus, 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 raus. Ja, bisher läuft es ganz gut, aber es ist auch nur, weil wir die ganze Zeit am Ausweichen sind. Und die Skelette ein wenig planlos zu sein scheinen. So. Oh, nicht in den Rücken schlagen lassen. Unser Panzer ist da ganz, ganz dünne. So. Das lief doch wesentlich besser als beim letzten Mal. Beim letzten Mal sind wir ja gleich Hals über Kopf geflohen. So, Heiltrank hinterher und noch ein Heiltrank hinterher. Und dann kümmern wir uns mal um den Rest da unten. Ich habe da noch so eine Art Zombie gesehen. Oder was war das? Gucken wir mal. Da hinten. Ja, sieht aus wie ein Zombie. Mit euch haben wir ja auch schon Bekanntschaft gemacht. Oh, der sieht ein bisschen stärker aus als die da unten. Und der kriegt fast keinen Schaden. Kriegt gar keinen Schaden anscheinend von unserer Waffe.
ist nicht gut. Okay, wir können aber weglocken. Der ist ja recht langsam. Und dann versuchen schnell die Kiste zu plündern. Oh, die sind abgeschlossen. Nee, nee, das sollten wir jetzt nicht versuchen. Gibt es hier vielleicht irgendwo was, womit wir ihn töten können? Was ist das hier für ein Sockel? Na gut, vielleicht die altmodische Tour. Wir drängen ihn an die Wand und prügeln auf ihn ein. So, kommen wir hierher. Nee. Er kriegt gar keinen Schaden von uns. Nicht mal durch einen guten Treffer. Oh, doch. Boah, ist das ein zäher Brocken. Aber wir sind viel zu schnell für ihn. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass er irgendwann mal einen guten Treffer abbekommt. Ja, das ist nicht eine feine... Au, 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 au. Oder er einen guten Treffer landet. Heiltrank? Oh nee. So langsam ist er dann doch wieder nicht. Machen wir kurz einen taktischen Rückzug nach draußen. Trinken Heiltrank und versuchen es dann nochmal. Zäher Bursche. Ich frag mich, was der da unten bewacht. So. Auf ein neues. Wo hast du dich versteckt? Da. Du läufst gleich wieder zu deiner Kiste, hm? Da muss wirklich was Wichtiges drin sein. So, ab an die Wand und sterben. Ah, schon komisch, dass er fast keinen Schaden bekommt von uns. Wir hätten ihn eher versuchen sollen zu verbrennen oder dergleichen, aber... unsere Schriftrolle, die eine, zwei, die wir haben. Davon hätten wir eine sprechen können und dann wäre es das gewesen. Weil wir keine Mana haben. Oder kaum Mana haben. So, stirb. Endgültig. Nicht wieder aufstehen. Oh, ein Schlüssel dabei. Und ein Talisman. Na gut. Was ist in der Truhe? Eine Menge Erz. 500 Erzbrocken. Das ist ordentlich. Pfeile. Warmes Bier, Dietriche. Und noch ein Fokusstein. Ha. Haben wir inzwischen richtig viele von. So, Trank. Rechts nicht. Links ist gut. Nochmal links. Ist auch gut. Nochmal links. Nee. Also links, links, rechts. Noch mehr Tränke, noch mehr Erz, noch mehr warmes Bier. Schön, schön. Hat sich doch auf jeden Fall gelohnt, hier nochmal reinzuschauen. So. Und von hier aus kam man auch relativ schnell zurück ins neue Lager, oder? Wenn ich mich recht entsinne, waren wir jetzt auf einem Berg. Und wenn wir den Berg an der richtigen Stelle runtergehen... Gucken wir auf unsere Karte. Nein, wir wollten die Karte nicht wegschmeißen. Wir wollen die Karte angucken. Genau, also direkt westlich von uns quasi ist das neue Lager. Nur kommen wir da wahrscheinlich nicht rüber. Also, gucken wir mal, ob hier irgendwo der Weg war. Der Weg da sieht doch gut aus. Dem folgen wir jetzt einfach mal. Da müssten vorher die Snapper gewesen sein, die drei, vier Stück, an denen wir uns noch nicht rangetraut hatten zuerst. Aber jetzt speichern wir erstmal ab, wo wir die Gruft so gut geschafft haben. Und zwar LP 46.